Es gibt sicherlich viele Gefahren dabei, wenn du dich selbstständig machst, ein Gewerbe gründest. Aber es gibt noch mehr Vorteile und ich werde dir heute die wichtigsten davon zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und habe aber selbst schon mehr als 13 Firmen gegründet und viele Hunderte, vielleicht sogar schon über 2000 begleitet. Und daher kann ich dir ganz genau sagen, was die großen Vorteile sind, wenn du dich selbstständig machst. Nun, der erste große Vorteil ist am Anfang kein echter Vorteil, nämlich die Freizeit einzuteilen. Der Nachteil ist nämlich, dass du in deiner Selbstständigkeit doppelt so viel arbeiten musst. Das eine ist natürlich das Dienen am Kunden, das Arbeiten, das Produzieren, das Handeln. Aber das andere, was am Anfang extrem vorhanden ist, das ist deine Lernzeit. Jeder Unternehmensberater und Unternehmer weiß, erst kommt der Lerngewinn und dann der profitable Gewinn. Daher wirst du am Anfang doppelt so viel arbeiten, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Aber du hast die Möglichkeit, dir immer auszusuchen, später, wann du arbeitest. Und wenn du irgendwann mal Mitarbeiter hast oder wenn du Geschäftsführer hast oder wenn dein Unternehmen wächst, dann kannst du auch den Luxus leisten, einmal weniger zu arbeiten. Das bedeutet zum Beispiel für Bill Gates, der Microsoft einem Vorstandsteam übergeben hat, dass er immer noch seine 10.000 oder 100.000 Euro am Tag verdient, obwohl er gar nicht mehr arbeitet. Das ist natürlich der größte Vorteil, wenn du ein Unternehmen aufbaust. Der zweite große Vorteil ist aber, dass du den Ort aussuchen kannst. Wo kannst du arbeiten? Ich habe beispielsweise damals angefangen, in meinem Wohnzimmer zu arbeiten. Das war eine kleine Ecke, die immer größer wurde. Und auch heute habe ich die freie Wahl zu überlegen, wo mein Büro, wo meine Wohnung ist, um vor allen Dingen Zeit zu sparen. Also auch hier die Auswahl des Ortes ein ganz großer Vorteil. Der dritte große Vorteil ist, und das war auch mein wichtigster, ist die Auswahl der Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Bei der Bundeswehr musste ich mit Menschen im Panzer sitzen oder im Schützengraben sitzen, die ich nicht so wirklich mochte. Und auch bei der Polizei habe ich im Dienstwagen mit Menschen zusammen meine Nachtschichten verbracht, die ich auch nicht wirklich mochte. Und auch die Kunden, nun, die durfte ich mir auch nicht aussuchen. Als Selbstständiger hast du aber die freie Wahl, dass du dir überlegen kannst, wer sind meine Kunden, das ist meine Zielgruppe. Du kannst überlegen, wer sind deine Multiplikatoren, mit wem möchtest du viel Zeit verbringen und Geschäftsessen praktizieren. Und du kannst später auch entscheiden, wer deine Mitarbeiter sind und wer deine Geschäftspartner sind. Das heißt, heute gucke ich in meine Runde und ich arbeite mit niemandem mehr zusammen, wo ich sage, nee, das entspricht nicht meinem Wertesystem. Selbst Kunden kann ich ablehnen, Mitarbeiter kann ich kündigen oder neue einstellen, die dem Wertesystem von mir und deinem Unternehmen auch entsprechen. Der vierte große Vorteil ist natürlich, die Höhe des Verdienstes bestimmen zu können. Denn der Verdienst, da steckt ein ganz wichtiges Wort drin, das ich mal einkreise, hängt proportional zusammen mit dem Dienst, mit der Qualität und Quantität deines Dienstes zusammen. Wenn du sagst, du möchtest mehr dienen, als du es als Angestellter gemacht hast, dann kannst du darüber mehr Geld verdienen. Du kannst aber auch mehr Mitarbeiter einstellen, dann kannst du auch mehr Dienst verbreiten. Oder du kannst dich entscheiden, dich weiter zu qualifizieren, also die Qualität deines Dienstleistungs, den Wert, den Nutzen zu erhöhen und proportional geht dann auch dein Verdienst nach oben. Und eine Obergrenze? Nun, die gibt es nicht. Frag Bill Gates, frag viele Gründer von großen Unternehmen, ob das Facebook oder die Google-Gründer waren oder Zalando oder Amazon, die haben keine Grenze nach oben. Der fünfte große Vorteil ist, wenn du dich selbstständig machst, eine Firma gründest, vielleicht eine Kapitalgesellschaft ist, dass du Eigentum schaffst. Und damit meine ich nicht nur den Besitz und die Gegenstände, die das Unternehmen besitzt, sondern ich meine die Firma selbst. Denn wenn du eine Firma gründest, ob sie ein kleines, mittleres oder ein großes Unternehmen ist, wie Facebook oder mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe oder Steuerberatungskanzleien, alle haben irgendwann einen gewissen Wert. Und zwar den Ertragswert der letzten 3 bis 5 Jahre, der dann auch postuliert wird auf die nächsten 3 bis 5 Jahre. Da entsteht ein Unternehmenswert plus die Maschinen, plus die Kunden, plus die immateriellen Werte. Und das kann durch den Verkaufspreis deine Altersversorgung sein. Oder wenn du die Firma weiter behältst und nur Anteile verkaufst und andere behältst, dann kannst du auch dadurch dein passives Einkommen, deine Rente absichern. Der sechste große Vorteil ist, dass du ewigen Wachstum hast. Nun, weshalb ist das so wichtig? Forscher haben festgestellt, dass lediglich bis zu einer Höhe von 2.500 Euro Geld glücklich macht. Darüber hinaus sind es 2 andere Punkte. Der eine Punkt ist Beziehung, dein Umfeld. Genügend Zeit für die richtigen Menschen. Und der zweite Punkt ist Wachstum. Denn der Glückskern, der Nucleus accumbens hier vorne im Gehirn, ist dafür geschaffen, dich zu belohnen, wenn du etwas Neues gelernt hast.
Und es gibt keinen besseren Ort als deine Unternehmung oder Firmen, an denen du beteiligt bist, wenn du weißt, dass du etwas Neues entwickelst, dass du etwas besser machst, dass du wächst, die Firma wächst, das Team wächst, wenn du daran auch beteiligt bist. Und so kriegst du einen doppelten Feedback, einen doppelten Belohnungssatz. Einerseits natürlich monetär durch den Erfolg, durch den steigenden Erfolg deines Unternehmens. Und zweitens sagt dein Gehirn, wow, heute was Tolles gelernt, gibt es ein wenig Endorphine, gibt es ein wenig körpereigene Opioide und du fühlst dich glücklich. Lebenslanges Unternehmertum bedeutet auch lebenslanges Wachstum und das bedeutet lebenslanges Glück. Und der siebte und auch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass du, wenn du ein Unternehmen gründest, das aufbaust und das auch länger existierst, als du arbeitest, dass du etwas hinterlässt. Denn du hast vielen Menschen nicht nur geholfen, einen Arbeitsplatz zu sichern, du hast nicht nur vielen Kunden geholfen, die ihre Probleme gelöst bekommen, sondern du schaffst etwas, wo Menschen und Führungskräfte sich auch nach deiner Verabschiedung in die Rente, in die Pension weiterentwickeln können. Werner von Siemens, nun, den gibt es schon lange nicht mehr. Und trotzdem gibt es das Unternehmen Siemens noch und Hunderttausende von Menschen haben heute noch einen Nutzen davon. Auch den Apple-Gründer gibt es heute nicht mehr, aber vielleicht hast du ein iPhone. Und so ist das, was am meisten noch mit motiviert und auch Sinn macht, nachhaltig Sinn macht, wenn dein Unternehmen nicht aufhörst, wenn du deine Pforten schließt, sondern dass du etwas aufbaust und du übergibst es an Menschen, die vielleicht besser sind als du, die deine Firma weiterführen und deren Familien auch davon existieren, dass du vielleicht heute oder morgen die Entscheidung triffst, dein Unternehmen zu gründen. Da lade ich dich ein, dir genau diese Vorteile einmal gegenüberzustellen, wie das jetzt gerade bei dir aussieht, welchen Chef du hast, welche Kunden, welche Mitarbeiter, welche Angestellten und welche Freiheiten du hast, das alles zu ändern. Die Zeit, den eigenen Dienstplan zu machen, von zu Hause, vom Strand, von den Bergen zu arbeiten, aus dem Urlaub zu arbeiten, dass du selbst deinen Verdienst dir aussuchen kannst und die Menschen aussuchen kannst. Und ist es wirklich auch heute so, dass du entscheiden kannst, dir Eigentum zu schaffen? Bist du an der Firma beteiligt, wo du gerade arbeitest? Und ist es auch so, dass du Wachstum hast, dass du auf einer Stelle sitzt, wo Menschen dir vorgesetzt sind, die sich in dich entwickeln wollen, die Geld und Zeit freistellen, damit du Weiterbildung machen kannst? Und ist es so, dass wenn du irgendwann Rente gehst, dass du was wirklich hinterlässt? Oder ist es nur so, dass du einen feuchtwarmen Händedruck mit einer vergoldeten Armbanduhr bekommst und das war's? Wenn dich das noch nicht überzeugen sollte, dann guck vielleicht den Film About Schmidt. Ein Film, wo jemand nach 65 Jahren oder mit 65 Jahren in Rente geht und auf einmal niemand mehr da ist, weil sein einziges Netzwerk, das waren nur seine Kollegen, die ihn nicht wirklich mochten und die Firma, wo er nicht dran beteiligt war. Nun, das ist ein super negatives Beispiel, wie eine Angestelltenkarriere zu Ende gehen kann. Deshalb bau dir etwas auf, was du in dein Leben integrierst, was dich ganzheitlich glücklich macht und was einen nachhaltigen Sinn für alle hinterlässt. Solltest du dabei Hilfe brauchen wollen, bei der Businessplanerstellung, Finanzplanerstellung, Geschäftsmodellentwicklung und Bewertung, da kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Ich lade dich aber ein, unsere anderen Filme vom Kanal auch zu sehen, diesen zu abonnieren und uns weiterzuempfehlen. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.